Lady Hawk, Black, White and Blue in einen Slice Plan B. Die Ärzte sind zu Gast heute Abend. Noch bis 23 Uhr. Noch eine Weile. Und es ist hier richtig Arbeit. Also nicht nur, dass wir die ganze Zeit sprechen, sondern dazwischen wird dann geguckt, was im Freundeskreis wieder gepostet wurde auf 1live.de. Es sind viele, nicht nur aus dem Sektor, sondern so aus ganz Deutschland, jede Menge dabei. Außerdem natürlich dann Songs vom neuen Album, von auch, und Songs, die ihr persönlich mitgebracht habt. Genau. Einiges, was wir noch gar nicht kennen. Jetzt aber nochmal kurz zurück auf auch. Da gab es auch unter anderem, dieses auch macht mich fertig, man sagt es in jedem dritten Satz, gab es auch Fragen zu, dass ihr ja viele Videos gedreht habt. Also es ist eigentlich relativ einfach. 16 Songs sind auf dem Album, zu jedem Song gibt es 2 Videos, macht zusammen ungefähr 32. Achso, ja. Genau. Kopfrechnen ging noch, der Rest nicht. Nicht schlecht. Bei so einem Song wie jetzt zum Beispiel M&F, gibt es dann eine Version aus Sicht der Frau und eine aus Sicht des Mannes? Nee, oder? Es gibt für jeden Song, darf ich es erzählen, Bela, oder soll ich mir das ausdenken? Erzähl ruhig. Okay, danke. Danke, also, Bela. Es gibt ein... Obwohl jetzt endlich mehr. Es gibt ein quasi Performance-Video, also wo wir das Lied relativ schlecht lip-sinken und so tun, als würden wir es gerade spielen. Das schuldet leider dem Umstand, dass wir, als wir die Videos gedreht haben, die Platte selber gerade erst fertig war und wir die ganzen Songs noch nicht so gut kannten. Also Mittel zum Zweck. Ja, also wenn man sich das so auf dem Bildschirm seines Handys anguckt, sieht es einigermaßen lippensynchron aus. Größer sollte das jetzt nicht stattfinden. Das jeweils andere Video ist total aufwendig von 16 verschiedenen Künstlergruppen gemacht worden. Also jedes Lied von einer anderen Künstlergruppe. Also manchmal war es ein einzelner. Also die. Ja, und das sind Cutout-Videos. Quasi Zeichentrick oder sonst wie animierte Videos, in denen wir auch auftauchen, als Cutouts. Und die sind völlig unterschiedlich in der Machart. Jeder von uns ist einen ganzen Tag lang in vielen Situationen fotografiert worden, auch zu den Songs passend. Und also Bewegungsfotografie, so tak, tak, genau, tak, 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 das sieht dann so zeitraffermäßig aus, wie so in alten Stop-Motion-Filmen oder so. Und wir bewegen uns dann durch diese kreierten Hintergründe, also diese Welten. Cutouts selber hat eine Gruppe von Filmstudenten gemacht. Und die dann den Künstlern, die Hintergründe, was hier schmatzt, sind übrigens belgische Pommes, diesen Hintergründen dann angepasst. Wir waren so geflasht davon, von der Fantasie dieser Leute, sind da wirklich stolz drauf. Bei dem Live-Video-Performance-Video muss man dazu sagen, dass ich mich dabei tatsächlich echt verletzt habe. Das ist auch wirklich, also wir konnten das Video nur einmal drehen, weil ich dann so geblutet habe wie ein Schwein. Was hast du gemacht? Ich bin einfach gegen ein Mikrofon gestoßen. Mit Absicht. Ich habe nicht gewusst, dass da so ein spitzer Nagel drauf ist. Ich habe da einfach total performt, also mich Ausdruckstanz. Das war wirklich total. Also ich habe halt Ausdruckstanz mit Auszeichnung damals absolviert an der Fachhochschule für eben solchen. Und das habe ich da unter Beweis gestellt und mich dabei leider sehr verletzt. Das ist sehr angenehm. Zu den Cutout-Videos wollte ich noch sagen, die sind dann so beeindruckend geworden, was den Künstlern geschuldet ist, und dass wir die jetzt in Galerien ausstellen. Freitag, Samstag, Sonntag, und ab Sonntag sind sie für alle im Internet ausgestellt. Und wo bei euch auf der Homepage? Über die Homepage kommt man dann, genau, Bademeister TV. Und gibt es das Ganze dann irgendwann noch auf DVD, also so, dass man sich das Ganze in Ruhe zu Hause angucken kann? Also ich meine, wenn es so schöne Kunst ist. Kannst du eigentlich auch, wenn es im Rechner ist, oder? Aber hast du deinen Rechner zu Hause nicht? Doch, aber ich finde, es ist was Schöneres, wenn ich im Bett liege und... Schauen wir mal, ob wir da auch noch irgendwie ein bisschen versuchen, Geld rauszuschinden. Sehr gut. Ich denke mal, für die 10 Leute, die Interesse haben... Brennst du es mir so? An einer DVD, das können wir auch günstiger selber brennen und das kann man selber malen. So. Kommen wir mal zu einer Band, die du ausgewählt hast, die... Dinosaur Truckers. Genau. Mhm. Vorhin, ich habe geschaut, auf Facebook ungefähr 370 Freunde hatte. Ich bin sehr gespannt, wenn wir die jetzt gleich hier spielen, ob dann ein paar neue dazukommen. Du sagtest gerade schon den Namen. Dinosaur Truckers. Ich weiß nichts über die. Kann man auch nicht. Die sind wahnsinnig unbekannt. Das ist eine sehr junge Band aus Deutschland. Die nennen ihre Musik Speedfolk. Mhm. Und bin selber über den Tipp einer Freundin zum Konzert gekommen, wo wir sind zu fünft hingegangen und haben den Zuschauerdurchschnitt dann auf 7 erhoben. Ich liebe diese Band, großartig. Ich habe denen jetzt erstmal die Aufnahmen zu ihrem neuen Album spendiert. Das ist der falsche Ausdruck, weil ich möchte das Geld natürlich irgendwann gern wieder haben. Hoffe durch die Verkäufe. Habe Studioaufenthalt und so finanziert und Schlagzeug gespielt bei ein paar Stücken, weil die eigentlich ohne Schlagzeug spielen, aber auf Platte, wie bei den Ärzten auch, wollen wir da eine neue Dimension hinzugeben. Die sind live wahnsinnig energetisch, schreiben ganz tolle Songs, sehen irre gut aus und machen was es so in Deutschland tatsächlich noch nicht gibt. Also das heißt, der Song läuft jetzt zum ersten Mal dann gleich? Zum allerersten Mal im Radio, ja. Dinosaur Truckers.
Tipp von Bela B. Okay. Spielst du auf dem Song auch mit? Ja, ein bisschen. Live-Musik in einem Live-Plan B. Tamagotchi, ein Song vom neuen Ärzte-Album, auch was am Freitag rauskommt, aber heute Abend gibt es halt schon ein paar neue Songs. Ich muss euch ehrlich sagen, in den 90ern habe ich gerne gelebt. Ich habe die Musik genossen. Ich fand die Klamotten toll damals in XL, obwohl mir S gepasst hätte. Und dann kam ich in den Sommerurlaub und eine meiner Freundinnen hatte einen Tamagotchi und ich dachte, was zur Hölle passiert jetzt? Wir haben uns aber dann wirklich den ganzen Sommer über gekümmert. Irgendwann ist es gestorben und seitdem habe ich diese Tamagotchis vergessen. Ja. Wieso bringt ihr sie zurück? Die Ewiggestrigen. Und dann gibt es bei den drei Ewiggestrigen noch einen, der noch so viel Ewiggestriger ist. Soll ich nochmal die Husti-Bettenbär-Werbung singen? Wie Karottenhosen sind out. Moment. Wie out? Ich bin noch bei Hochwasser. Ja. Also Tamagotchi, wie kommst du drauf? Also die Sache war die, Rotte hatte einen Song, der super war und hatte eine Gesangsmelodie mit einem Text, den ich nicht so toll fand. Da habe ich Rotte gefragt, sag mal, Rotte, würde es dich stören, wenn ich versuche, mit einem anderen Text um die Ecke zu kommen? Mhm. Und du, nö, klar, mach mal. Rotte ist da echt extrem entspannt. Und jetzt war diese Gesangsmelodie, die na. Und ich dachte irgendwie, das wäre toll, wenn ich ein Wort finde, was vier Silben hat und auf der dritten Silbe betont ist und was man dann so singen kann. Mhm. Wir waren im Studio und wir haben die ganze Zeit aufgenommen und irgendwie ein Teil meines Gehirns ist die ganze Zeit so das gesamte Dictionary durchgegangen, das ganze Wörterbuch, so irgendein Wort. Und irgendwann, so nach drei Wochen etwa, es war wirklich als so lange. Als du bei Tee warst? Offenbar, keine Ahnung, was der Auslöser war, hatte ich plötzlich so Tamagotchi und dachte so, Tamagotchi ist geil, weil ist ganz weit draußen. Einfach so jemand, wieso macht ihr jetzt ein Lied über Tamagotchi von 2012? Und da hab's dann Bela vorgeschlagen, so wie findest du ein Tamagotchi? Und Bela so, ja geil, voll out. Und verschwand dann und kam irgendwie, so zwei, drei Tage später oder so, kam er mit einem fertigen Text wieder. Den haben Rotte und ich dann noch so ein bisschen hin und her geschoben und ja, dann war das Lied fertig. Hattet ihr damals ein? Quatsch. Was? Nee, aber tatsächlich, also es war wirklich absurd, dass so in Punkkneipen und so und wirklich so, gerade also zu der Zeit, als Tamagotchi in war, war so, gab es auch so Kneipen, wo dann Punk und Heavy Metal, wo wirklich martialische Jungs rumliefen, Hells Angels und keine Ahnung. Und dass da echt zwischendurch Leute waren, die dann so sich mit dir unterhalten haben, so Jack Daniels in der Hand, eine Bierflasche und dann, ah, Moment, mein Tamagotchi hat wieder Hunger, fütter, weitergemacht. Ernsthaft. Also ich habe es tatsächlich in so einer total verrauchten Spelunke zum ersten Mal gesehen und dachte, Hä? Oh, virtuelles Baby, alles okay eigentlich. Also, und was wir jetzt echt machen müssen, ist, wir müssen ein paar davon besorgen, die ins Merchandise nehmen. Und zwar ein Tamagotchi, was immer stirbt. Egal, ob du fütterst oder nicht fütterst. Und sofort tot. Jetzt aufgrund unseres Videos heißt das dann Rott, oder was? So. Das ist übrigens die Antwort, ob die hier auch so häufig gestellt wird, warum Rott immer sterben muss in unseren Videos. Hier ist die Antwort. Tamagotchi muss ja auch immer sterben. Aber ich war so, also als ich es jetzt eben mal wieder hatte, dachte ich, komm, jetzt googelst du mal danach und war total platt, dass in Japan die Dinger immer noch hergestellt werden und zwar viel moderner als damals. Ja, wir haben ich konnte tatsächlich, lesen, männlich, also, weiblich etc. Ganz absurd. Wir haben über den Text gesprochen. Ich habe dann auch gegoogelt. Aber ich will gar keine Werbung machen für den scheiß Konzern. Auf jeden Fall. Wir haben halt irgendwo gesucht im Netz. Hab gesucht im Netz. Danach, was ist die Realität in Tamagotchi? Und tatsächlich bis 2006 zumindest gab es noch welche. Und ganz irre, mein Gott, die sind dann halt zur Schule gegangen und haben studiert. Ernsthaft jetzt? Also wirklich, das ist unfassbar. Es gibt Städte dafür. Also irgendwann sterben tatsächlich dann irgendwann auch Tamagotchis an Altersschwäche, vermute ich. Also ich habe gehört, dass es eine Welt im Netz gibt, die wirklich Tamagotchi. Jetzt muss ich aber die Ärztefans da draußen beunruhigen. Ja. Wir werden das nicht mehr erleben, dass Tamagotchi an Altersschwäche sterben. Traurige Sache. Ja. Schnell Musik und ein Taschentuch. Eins Live Plan B hier. Gleich mehr Musik auch von die Ärzte, natürlich. Und einen Musikwunsch von dir, Bela, sehe ich schon in naher Zukunft. Ah, okay. Ich werde mich konzentrieren.